stop, Gustavo. Ja, prego, bella. Gott. Bis Montag, Gustavo. Bis Montag, Elfi. Ciao. Ciao. Du weißt schon, bei wem du da einkaufst. Was für eine hochanständige Familie diese Malerbaster sind. Wegen einem von denen bin ich da. Das ist sowieso ein Wunder, dass der dich 10 Jahre lang ausgehalten hat. 12. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was stimmt. Das verlassen werden und so weiter. Und alles andere ist erstunken und erlogen, so wie früher. Da warst du ja schon immer Weltmeisterin im Lügen und so tun, als ob. Und überhaupt. Was gibt's ihm denn dafür, dass er das alles für dich tut, dich aufnimmt und vor allen Dingen zahlt? Wie zahlst du ihm das denn zurück? Sind das deine Kisten? Das ist dein Abfall da. Geht dir das was an, oder wie? Ist das dein Stand oder was? Aber deiner ist es auch nicht. Also, schmeiß gefälligst deinen Abfall dahin, wo er hingeht, nämlich vor deine Türen, vor deine Auslagen. Ich lad hier seit 3 Jahren so ab, wie ich will. Seitdem ist der Stand nämlich leer. Und du bist für mich das, was alle anderen außer uns Marktleute auch sind. Nämlich Kundschaft oder Touristen. Kurzum, ein Pixel, Madame, und sonst gar nichts. Aber als Tourist habe ich den Anspruch, dass ich die Dinge, sprich die Sehenswürdigkeiten der Stadt München, richtig sehen kann. Und dieser Stand ist eine Sehenswürdigkeit, der teilweise durch deine Kisten verdeckt und auf alle Fälle verschandelt wird. Also, kein's weg, die Kisten. Du willst dir tatsächlich den Stand verschaffen, der Moni. Da die sonst zu ihrer Verwaltung fahren, zum Spaß. Und warum? Weil die Verwaltung die Stände vermietet. Nein. Doch? Ich meine, warum du das für sie machst. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht ist es besser, du druckst dir ein paar Tausend in die Hand und schickst das Zug nach Argentinien. Die fahrt den Weg, bevor sie den Typen nicht hat. Was ist das für ein Typ? Der gehört zu den Malerba-Brüdern. Ich hab den früher gar nicht so wahrgenommen. Italienischer Argentinier sozusagen. Genau. Und warum? Dem seine Vorfahren waren Italiener, sind nach Argentinien ausgewandert. Die einen und die anderen nach München. Aber alle handeln's mit Obst. Nein. Doch? Ich meine, warum du das für sie machst? Nein. Sie war früher meine Freundin. Außerdem stehe ich auf wilde Weiber. Das ist wahrscheinlich genetisch. Da kann ich nichts machen. Nein, es tut mir wirklich leid. Ich wollte sie nicht treffen. Das war ehrlich keine Absicht. Ob Absicht oder nicht, ja? Schauen Sie, es tut sehr weh. Wenn man nicht zielen kann, soll man nicht werfen. Jetzt red doch keinen solchen Schwachsinn, wenn er sich da mitten im Turban steht. Sind Sie wahnsinnig? Ja, wahnsinnig. Das ist der einzig richtige Ausdruck für dich. Ja, das ist alles nicht so einfach, Sarah. Der hat eine lange Tradition, der Stand da. Beziehungsweise die beiden Stände da, die sich genau gegenüberliegen. Genauso wie ein Hotel, Xaver. Das weißt du, was das früher mal war, bevor es deine Eltern dann als Großeltern. Völlig weiß ich, was das war. Der königlich-bayerische Fischlieferant war da drin. Ja, und jetzt habt ihr sie als Hotel. Musst schauen, dass du Nachkommen kriegst. Macht alles die Emmy. Hotel und Nachkommen. Maxi heißt er und ist 6. Gut, wenn man sie eine Schwester hat. Sie ist aber runtergerissen, die Mama. Aber kommen wir doch mal wieder zu dem Stand. Zu den Ständen. Die kann man eigentlich nicht trennen, die beiden. Schicksalsmäßig. Das befürchte ich auch schon langsam. Das Ganze, also die beiden, haben weit vor dem Ersten Weltkrieg haben die einer Münchner Familie gehört. Ein Mann halt. In dem einen Stand, da wo jetzt die Evi ist,
Da hat er Obst und Gemüse gehabt und im anderen, genau gegenüber, Gewürze. Und zwischen den Kriegen haben dann die beiden Töchter übernommen, jeweils einen Stand. Eine, die ist dann kurz nach dem Krieg gestorben. Und den anderen Stand, den Gewürzstand, den hat die andere Tochter noch gemacht, bis vor 3 Jahren. Und was macht die jetzt? Lebt immer noch. Und? Hat immer noch die Pacht. Okay. Der ist doch zu. Seit Jahren der Stand. Hat immer noch die Illusion, dass eines Tages der oder die Richtige kommt, die übernimmt. Ja, und ist meine Tante. Aha. Meine Tante und Firmenpatin. Und warum interessierst du dich für den Stand? Jetzt mal genauer für die? Na, nicht für mich, für die Riemerschmidt, Moni. Was? Das ist ja die, die mit diesem Malerba-Angelo vor 10 Jahren nach Argentinien abgehauen ist. Die ist jetzt wieder zurück. Und die hat sie einfach sitzen lassen. Das ist ja ein Vogelwulde. Na, der gibt's den Stand nie. Ja, dir vielleicht hat's ihn geben. Okay, was will ich nie mit dem Stand? Die Riemerschmidt Moni drin arbeiten lassen, beispielsweise. Das, wenn die Elfi mitkriegt. Du musst das ja nicht sagen. Ich jedenfalls sag's ihr nicht. Da hast die Adresse und die Telefonnummer von meiner Tante. Schreibt's dahin, ach, wie's war. Was ist denn da los? Ah ja, wenn der sich mitten in die Wurfbahn stellt, der Trottel. Xaver, jetzt sag dir nicht mal, wie zielgenau ich werfen kann. Wie früher am Flaucher. Auf den Punkt mit Steinen schmeißen abkönnen. Sag das dir nicht mal. Aber vorher hat sie mit Kisten auf mich geschmissen. Ach, Schmarrn, ich hab die Kisten bloß weggeschmissen. Nicht zielgenau, einfach nur so auf dem Platz. Geliert doch nicht so. Ich nehm das Protokoll auf, wegen seiner Kopfverletzung da. Also, wir waren dort. Mama. Angefangen hat sie. Der erste Wurfkampf von ihr, das ist doch keine Frage. Ruhe! Wenn du da mal bitte schön kommst, Xaver. Diktier du ihn doch nicht. Ja, natürlich. Du hast ja schon immer gelogen. Was heißt, ich hab immer gelogen? Ja, wir immer schon. Wir haben uns an den Xaver allein wollte dich. Steller. Natürlich stört er nicht. Was ist da los? Das musst du mir sagen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab dich weder herbestellt noch hergebracht. Du hast es vom Flughafen abgeholt und hast es einquartiert. Bei euch im Hotel. Und seitdem mischt euch am Markt drüben auf. Und du schaust seelenruhig dabei zu. Sagt die Elfi. Sagt die Elfi. Geht's ein bisschen genauer? Wie bitte? Ja, einfach etwas konkreter. Warum die da sind? Also er, der mit dem Kopfverband, macht eine Anzeige gegen deine Blonde. Das ist nicht meine Blonde. Heißt Moni Riemerschmidt. Ja, das weiß ich schon selber. Wollte dir nur helfen. Ja, also deine Blonde da. Du sagst es mit so einem komischen Unterton. Hast du was gegen die? Was soll ich denn gegen diese Frau da haben? Ich kenn die doch noch nicht einmal. Ja, drum frag ich ja. Xaver, bring mich nicht durcheinander, nicht auf die Tour. Wer hat den da mit dem Kopfverband, wer hat den da so verletzt? Die Riemerschmidt hat auf die Elfi mit Obstkisten und Kartons geworfen und dabei den Mann am Kopf getroffen. Und der Mann zeigt jetzt die Riemerschmidt an wegen Körperverletzung. Und die Elfi zeigt die Riemerschmidt ebenfalls an wegen versuchter Körperverletzung. Und die Riemerschmidt wiederum zeigt die Elfi ebenfalls an wegen versuchter Körperverletzung, weil sie angeblich als erstes geworfen hat. Und außerdem behauptet haben soll, sie sei eine Nutte, weil sie sich hat zahlen lassen. Geh. Doch, von dir. Sagt die Elfi. Sagt die Elfi. Xaver, Einsatz. Jungstraße 14, 3. Stock, Eibruch. Was hast jetzt du mit dem Stand zu tun? Sag. Hoffentlich ist es ein recht langer Einbruch. Der war doch schon der Einbruch.
Was soll der Lamm da sein? Der ist doch schon vorbei. Außerdem, die Moni und die Elfi sind todsicher nicht mehr im Revier, wenn wir zurückkommen. Die Elfi lässt den Stand nicht so lange allein. Die Elfi lässt alles so lange stehen und allein, wenn es um dich geht. Diesmal geht's aber nicht um mich. Wer es glaubt, wird selig. Dritter Stock. Dritter Stock. Aufzug. Geht. Gott sei Dank. Haben Sie uns getroffen? Ja, Brüttel mein Name. Und wo? Da, oder? Ja, genau. Die Tür, die stand leicht offen. Und das da, das sind doch eindeutig Spuren von einem Stümper. Warum Stümper? Weil ich so eine Tür aufmache ohne Spuren. Als Profi. Und wer sind Sie? Bründel mein Name. Ralf. Mir kennt die Wohnung da, genau daneben. Wie kommen Sie da auf Einbruch? Haben Sie da was gehört? Gehört? Nein, überhaupt nichts. Aber? Ja, die Tür stand leicht offen. Und wenn ich von mir hinausgehe, da fällt mir das natürlich sofort auf. Weil mit dieser Wohnung generell was nicht stimmt. Waren Sie da schon drin? Das kann man sagen, ja. Ja. Und? Er ist wer drin? Der Arnsberg W. Waldemar. Oder Willi. Oder was? Keine Ahnung. Sie werden doch wohl wissen, wie Ihr Nachbar ist. Ich kenn den gar nicht. Ich hab den überhaupt noch nicht gesehen. Er wohnte erst seit kurzem. Nein. Der war schon da. Also besser gesagt, die Wohnung war schon da, als ich da eingezogen bin. Das war? Vor 4 Jahren. Schauen wir heute mal nach. Da werden Sie aber schauen. Bitte. Leer. Auch leer. Ja, da ist ja gar nichts. Waren die Türen vorher schon zu, als Sie hier drin waren? Sie, da fragen Sie mir jetzt was. Ich war ja so aufgeregt. Wir fragen ja nur wegen die Fingerabdrücke. Weil sonst sind hier überall Ihre Fingerabdrücke. Ach, und die nehmen Sie jetzt alle ab? Ja, mir nicht. Ich sag Ihnen was, da wohnt überhaupt niemand. Wird benutzt, sonst käme es braun und rostig. Sag mal, das ist ja total leer. Was? Nichts. Keine Handtücher, Zahnbürste, nichts. Nächste Tür. Wieder nichts. Punkt Arnsberg. Zeituhr. 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Sie bleiben draußen, Sie haben schon alles gesehen. Das ist nichts. Obwohl. Was? Was sieht man eigentlich, wenn man nichts sieht? So haben wir nicht schon am Vormittag. Das verstehe ich jetzt nicht. Das mit dem Nichts. Ja, das sieht man doch, dass da nichts ist. Wie schaut das aus, das Nichts? Was Sie sehen? Sehen Sie es? Wir wissen ja nicht einmal, was fehlt. Oder ob was fehlt. Ja, möglicherweise fehlt ja gar nichts. Wenn noch nie mehr hier drin war, ist nichts. Ich hole jetzt einmal die Versiegelungen. Ich gehe auf den Balkon. Sind gegossen.
Persönliches. Aber alles an W. Ansbück. Bank, Finanzamt, alles W. Ansbück. Wir versiegeln. Ist das alles Miet- oder Eigentumswohnungen? Teils, teils. Gibt's da eine Verwaltungsfirma? Ja. Moment. Da, bitte, können Sie behalten. Mach ich. Unsere Nummer, falls sich was tut, Herr Ansbeck, zufällig, bitte gleich anrufen. Gut, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Vergessen. Das können wir später noch machen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir diesen W. Ansbück finden. Genau. Der Keller, der Keller! Und wie war's? Ja. Nichts. Ja, kein Einbruch, oder was? Einbruch schon, aber. Was macht's denn ihr da noch? Wir warten auf dich. Protokoll fertig? Seit Jahrhunderten. Wie hast du das jetzt gemeint mit nix? Ja, nix halt. Die Wohnung war leer. Total. Ja, ist ja logisch. Wegen nichts breche die da ja nicht ein. Wieso wartest du, wenn sie da wart? Auf dich wartet dein Stand drüben. Du musst mir nicht sagen, wann ich arbeiten soll oder nicht. Kann ich dich mal sprechen, Xaver? Allein. Komm. Effi, bitte. Ja. Also, ich glaube ja, dass die Wohnung nie eingerichtet war. Da sind alle sanitären und elektrischen Anschlüsse offen, aber. Kein Stuhl, kein Tisch, nichts. Spionage, oder? Briefkastenfirma. Name? Ansbück W. Wie was? Wie Walter, wie Werner. Ja, oder wie Willi. Wie Warnfried. Ist zwar selten, aber den gibt's, den Namen. Ich glaub, das mit dem Stand, das lass mal lieber, Xaver. Ich glaub, ich hau besser wieder ab. Und wohin? Ich habe natürlich keinerlei Rücklagen, nix, nada. Wir haben da drüben von der Hand in den Mund gelebt, in Argentinien. Na, schon sehr gut gelebt, aber die meiste Zeit hat ihm halt sein Onkel geholfen. Hat er von seiner Familie gelebt. Jetzt liege ich dir auf der Tasche. Also weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Das ist ja auch ein richtiges Geschäft. Das habe ich nicht gelernt. Dann ausgerechnet noch neben der Elfi. Das ist ja wie Krieg. Ich meine, wenn ich schon sowas anfange, dann soll es ja auch viel länger sein. Wir überleben doch keine 14 Tage nebeneinander, die Elfi und ich. Danke für dein Angebot, Xaver, aber lass es sein. Du musst es aber leider machen. Wenigstens für bestimmte Zeit. Was sagt denn das? Ich sag das. Wegen mir musst du das machen. Ich habe zweimal für dich gebürgt. Einmal am Flughafen draußen beim Bundesgrenzschutz und einmal bei den Kollegen vom Revier 14. Denen habe ich sogar gesagt, dass du Arbeit hast am Stand. Und die werden beide rückfragen. Und das Ganze überprüfen. Es geht immerhin um Einbruch. Und jetzt schau mal her. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Wenigstens Argentinien. Und die Männer kennst du auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also, irgendwann musst du dich doch irgendwo niederlassen. Und ich glaube, dass du da drüben ganz gut hinpassen darfst. Am Markt. Gut. Okay. Also. Und? Wo ist sie jetzt? Heim. Und wo ist es daheim bei ihr? Momentan bei mir. Ist ja ungeheuerlich. Jetzt gibt es auch noch zu. Bei mir und meiner Schwester im Hotel. Du musst mich schon ausreden lassen. Also.
Wir sind jetzt alle Fahndungslisten durch in Sachen Ansböck. Und er ist auf keiner. Weder national noch international. Dass ihr immer Verbrechen vermuten müsst. Ja, logisch, deswegen sind wir ja bei dem Verein da. Vielleicht hat ein einfacher Blick ins Telefonbuch reicher. Xaver, bitte, nimm's mit. Sie möchte sowieso, also mit dir allein. Aber nur ganz kurz, Elfi. Mir reicht's jetzt auch. Ich gehe. Gute Besserung. Also, was soll das? Was soll was, Elfi? Das mit der Moni. Was mit der Moni? Jetzt frag doch nicht ständig das, was ich dich frag. Hast du was mit ihr, ja oder nein? Nein. Dann ist ja gut. Und was ist jetzt mit dem Stand? Will sie den pachten oder was? Und du hilfst dir dabei oder was? Das sag ich dir gleich, sag's dir ein schöner Gruß von mir. An dem Stand beißt er sich die Zähne aus. Keine Chance, das haben schon ganz andere probiert. Der gehört der alten Frau und die gibt ihm keinem. Ah, Audienz beendet. Schön. Da kannst du jetzt mit der Arbeit weitermachen. Mari, und? Dieser Ansböck ist schwer zum Finden. Wir haben noch nicht den Bruchteil einer Spur. Er ist auf keiner Fahndungsliste. Hat keinen Führerschein. Kein Handy, kein Telefon. Ja, vielleicht hat er ja eine Frau, dass dem seine Frau das alles angemeldet hat. Vorname? Von der Frau? Ja, das weiß doch ich nicht. So hat das keinen Sinn. W-Punkt ist einfach kein Vorname. Ja, aber der Computer, der hat doch sicherlich irgendwie. Der hat eine Menge. Werners, Walters, Willis, alle Ansböck. Aber keiner wohnt in der Jungstraße. Einwohnermeldeamt? Eine Möglichkeit war's. Zimmer. Ein Versuch ist wert. Ich möchte nämlich gern der Staatsanwaltschaft ein bisschen mehr Faktisches übergeben. Also ich ruf an, ihr fahrt's hin. Eins, vier, zwei, vier. Eins, vier, zwei, vier. Weizenkorn. Karl Weizenkorn. Ach, Sie sind schon da. Ich hatte Sie erst später erwartet. Sie also müssen den Saustall entschuldigen. Ich bin erst seit heute wieder da. Urlaub. 14 Tage braucht dringend notwendig. Ja, ihr auch? Nee, ja, danke. Oder? Ja, nehmt doch Platz. Polizeiaufmeister Bartel, mein Kollege Kandler. Ja, Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Wir suchen jemanden, den es eigentlich gar nicht gibt. Nein, also das gibt's nicht. Also zumindest im Einwohnermeldeamt, die hier drin sind. Also die gibt's auch. Um wen handelt es sich denn? Um einen Herrn W. Ansböck. Aha, aha. Geht das auch etwas genauer als W. Nein. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir da, oder besser gesagt, wen wir da haben. Da liegt ja noch eine. Was? Ein Be- Danke. So, da hätten wir also 146 Ansböcks in München. Davon 21 mit W als Vorname, davon 16 männlich. Also ist schon eine Einzelperson, männlich. Nach allem, was der Nachbar sagt? Der sagt aber auch, dass er ihn noch nie gesehen hat. Kann also auch eine Frau sein. Am einfachsten ist, Sie sagen mir die Straße? Jungstraße 14. Also, da hätten wir einen
Willibald Ansböck, Jungstraße 14, dritter Stock. Ja. Das ist er. Und was ist mit dem, wenn man fragen darf? Bei dem wurde eingebrochen. Echt? Die Tür stand auf, der Nachbar hat's gesehen. Ja, aber welcher Umstand führt Sie jetzt zu mir? Wir erreichen die nicht. Der Nachbar sagt, er hat den Herrn in all den Jahren noch nicht einmal gesehen. Ja, also wenn dem was passiert wäre oder wenn er seinen Zustand verändert hätte, also Hauptwohnsitz verlagert etc. etc., dann wüssten wir das hier als allererste. Der Beruf, steht der da drin? Nein. Tja, haben Sie noch irgendeine Idee, wie wir die Suche nach diesem Herrn etwas genauer, effizienter gestalten könnten? Das wissen Sie, glaube ich, besser als ich, oder? Da könnten Sie recht haben. Jedenfalls, danke. Gerne. Ach ja, und könnten Sie uns davon einen Ausdruck machen? Wo unser Willi Wald Ansböck draufsteht. Mit Adresse. Ja, kein Problem. Moment. Geht. Anton Bauer. Was? Stand auf dem Brief, den ich für ihn aufgehoben habe. Da wird es mehrere geben in München, Bauer Tonis. Das war die Adresse Anton Bauer, nicht der Absender. Und? Und? Er hat einen Brief, der eigentlich an Anton Bauer adressiert ist. Dafür gibt es zig Erklärungsmöglichkeiten. Also ich fand den Typen einfach nur komisch. Aber du mal ein paar Jahre hier in dem Bau, wärst du auch komisch. Seit deine Sandra bei der Kripo ist, kriegst du manchmal so Kriminalallüren. Nicht bewusst. Das hoffe ich. Aber komisch findest du die Geschichte schon. Äußerst. Dann schauen wir uns den Keller an. Dann schauen wir uns den Keller an. Stellst gleich die Hausverwaltung dazu. Können Sie mir dann bitte folgen? Wie lange sind Sie schon bei der Hausverwaltung? Solange es das Haus gibt, 21 Jahre. So, da geht's los. Und in all den Jahren haben Sie den Herrn Ansböck nie gesehen? Nein, oder besser gesagt, ja. Mehr als die Hälfte der 43 Parteien, die hier wohnen, habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Wenn sich einer nichts zu Schulden kommen lässt, also die Miete pünktlich bezahlt, und das ist beim Herrn Ansbeck der Fall, dann Entschuldigung. Dann habe ich keinen Grund, einen Mieter aufzusuchen. Da, 324, das ist das Abteil vom Herrn Ansbeck. Und dafür haben Sie keinen Generalschlüssel? Nein, die Schlösser sind privat. Ja, dann wird das wahrscheinlich eine größere Geschichte werden. Durchsuchungsantrag. Richterlicher Beschluss. Dann müssen wir noch mal runter. Tja. So ein Aufwand für zwei Kartons. Also gut. Also. Verdienen eigentlich den Namen Schluss nicht. Richterlicher Beschluss. Sehr schön. Für den Balkon, Sommer Sonnenschirm, Winter Weihnachtsdeko. Weiter. Leer. Nichts. Dafür sind wir jetzt schon langsam Spezialisten für das Nichts. Das ist ja auch eine gute Ausgangsposition. Weil weniger wie nichts gibt's ja nicht. Genau. Kann man nicht nur noch gewinnen, nach dem Nichts. Du sagst es. Wieder nichts. Nicht ganz. Schau mal. Du hast schon wieder diesen Kriminalerton. Lies mal die Adresse.
Anton Bauer, Auenstraße 4. Anton Bauer, Anton Bauer, der ist ja da drin gestanden in dem... Auf dem Brief bei dem Typen im Einwohnermelder. Karl Weizenkorn. Hm? Hm? Da ist er. Anton Bauer, Gesinehausen, H.J. Blüm. Ja, eine WG halt. Was machst du jetzt, wenn er da ist? Was sagst du ihm dann? Dann frage ich ihn, wie ein Brief von ihm im Einwohnermeldeamt bei dem Weizenkorn sein kann und ein leeres Kuvert in der Jungstraße im Keller liegt mit seiner Adresse. Keiner da. Von 4. Das gibt's nicht. Siehst du, dass es gibt? Jetzt wirst du sehen, dir geht's genauso. Entweder lässt sie dich nicht rein, weil du ein Polizist bist, oder sie fragt dich, warum du als Polizist einen Marktstand willst. Mir macht man auf. Aha. Grüß Gott, Frau Glas. Ich wollte nicht stören. Das tun's aber. Ich hab grad Behandlung. Mein Bein macht Schwierigkeiten. Ist was passiert? Na, wieso? Ach so. Als Polizist bin ich nicht hier. Sind Sie am Ende gar keiner? Doch, doch. Ich komme wegen Ihrem Stand auf den Markt. Ja, was ist mit dem? Den würde ich gern mieten. Und deswegen haben Sie sich extra eine Polizeiuniform angezogen? Das haben schon andere probiert. Mit ganz anderen Sachen. Darauf falle ich nimmer rein. Jasmin, die Tür. Grüß Gott und auf Wiederschauen. Nein, nein, meine Einladung. Stimmt so, danke. Danke. Gibt's einen Grund für die Einladung? Sehnsucht vielleicht? Gilt es? Gilt immer. Weißt du eigentlich, wer diese ganzen Fotos da gemacht hat? Die Fotos da? Der Karl Valentin hat diese Fotos gemacht. Der Karl Valentin hat die alten Fotos gemacht? Ja, wie er es gemacht hat, waren sie natürlich noch nicht alt. Schon klar. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Irmi, haben wir irgendwo noch das Album mit den Aufnahmen vom Markt? Von früher? Am Speicher irgendwo. Dann suche ich das jetzt. Jetzt? Morgen mache ich einen zweiten Anlauf auf den Stand. Kriegst die gleiche Abfuhr wie heute? Ich hab's ja gesagt. Lass mir das mit dem Stand. Gute Nacht. Xaver? Ja? Warum willst du das unbedingt, dass ich da bleib? Ist das nur wegen mir? Oder? Oder auch wegen dir? Geh, wegen mir. Jetzt. Wie war dein Tag? Komisch. Wie komisch? Wir haben einen Einbruch gehabt, aber in der Wohnung war nichts drin. Kein Möbelstück, keine Badausstattung, kein Telefon, einfach nichts. Nur ein paar Briefe mit der richtigen Adresse.
Campingtisch im Wohnzimmer, Sonnenschirm am Balkon, aber weit und breit kein Geschädigter als Wohnungsmieter. Und der Nachbar sagt, er hat den noch nie gesehen. Komische Geschichte. Ja. Aber jetzt ist Schluss mit Arbeit. Nichts. Flensburg? Nirgendwo nichts über einen Willibald Arnsbrück. Was habt ihr dann gemacht? Ja, dann war mit dem Einwohnermeldeamt und der Typ, der Weizen konnte, der sagt, den Mieter, den Arnsbrück, den gibt's. Mhm. Ja. Na weiter. Jetzt kommt der Hammer. Wir fahren zurück und durchsuchen den Keller und finden ein leeres Briefkuvert mit der Adresse Anton Bauer. Mhm. Und bei dem Typen vom Einwohnermeldeamt lag ein Brief mit der genau gleichen Adresse Anton Bauer. Vergessen. Vergessen. Eine Frage. Frage. Und zwar? Bauer Anton, Auenstraße 4. Moment. Ist nicht im Computer. Das heißt? Weggezogen aus München oder verstorben. Sonst noch was? Den Brief. Danke, Wiederschauen. Wieder. Lass uns nochmal in die Wohnung fahren und die Post genauer anschauen. Wenn da auch was von dem Bauer dabei ist, dann wissen wir es ganz genau. Als Kriminalist wirst du mir richtig unangenehm. Irgendwas hat der mit denen, was keiner wissen soll. Wer? Ja, der Weizenkorn mit dem Arnsbrück und dem Bauer. Genau. Gut. Dritter Stock. Bründel, der war da warm. Da ist er ja. Moment einmal. Als wir zum ersten Mal bei dem Weizenkorn waren, hat der gesagt, als er im Computer nachgeschaut hat, Arnsbrück Willibald, Jungstraße 14, dritter Stock. Ja, das ist ja. Dann habe ich ihn gebeten, dass er mal einen Ausdruck macht. Ja. Da steht aber Stockwerk nicht drauf. Da steht nur Arnsbrück Willibald Jungstraße 14, aber nichts von wegen dritter Stock. Bei keinem auf der Liste steht Stockwerk dabei. Stimmt. Ja, kann ich das nur wissen, wenn ich ihn kennt, den Arnsbrück. Wie hat er gesagt, der ist komisch. Ja, was ist, Backmeiß? Ja. Und wenn er ihn jetzt nur rein zufällig kennt, den Arnsbrück? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1 zu 1,3 Millionen. Bleibt die leere Wohnung und die Briefe von und an den Bauern. Bei dem ist was faul. Dann müsst ihr aber schon was gespannt haben. Spätestens beim Brief an den Bauern hat er was gespannt. Was ist da los? Ja.
Kollege, was ist da los? Keine Ahnung. Irgendeiner vom Amt wird verhaftet. Kripo ist schon da. Tipp gestern war Gold wert, Felix. Die überprüfen das Computersystem schon seit einem halben Jahr. Wer die? Kollegen von mir. Der hat einfach Menschen erfunden und sie zu Einwohnern gemacht. Und sie ausstaffiert mit allem, was ein Mensch so hat und braucht, mit Wohnung und Adresse und allem drum und dran, vor allem mit Bankkonten. Und auf diese Bankkonten hat er dann von den verschiedensten Ämtern und von Behörden, in deren Computer sich reingehackt hat, also quasi von Behörde zu Behörde Geld überwiesen. Und wir sind erst am Anfang unserer Ermittlung. Was war mit dem Einbruch? Ist doch logisch. Da ging die ganze Post hin von den Leuten, die es gar nicht gibt. Den Einbruch hat der Nachbar gemacht, weil er einfach mal wissen wollte, was in der Wohnung ist. Den haben wir heute früh um 6 Uhr aus dem Bett geholt. Nach 10 Minuten hat er schon gestanden. Servus. Sandra. Du hast mal wieder einen Riecher gehabt, hä? Seit Monaten sind wir an der Sache dran. Und sie macht einfach so. Die Kollegen sind oben. Bis heute Abend dann. Du hast es ja gestern Abend erzählt. Heute hat sie gehandelt. Hat sie es dir gesagt? Natürlich nicht. Dein Protokoll ist fertig. Was machst denn du heute Abend? Spezialeinsatz. Kannst du einen zweiten Mann brauchen? Das glaubst du, womit er wacht? Pack mal so. Ich warte auf dich. Also? Längst schlafen. Wenn die wie viel? Genügend. Jahre alt ist. Wir sind auch mit. Über ihren Neffen. Da. Wo soll er hin? Stell's ihn da einfach irgendwo hin. Das hätten Sie mir sagen müssen, dass Sie einer vom Markt sind und nicht einfach da in der Polizeiuniform in der Tür stehen. Ich merke mir's fürs nächste Mal. Sie wollen also meinen Stand. Schauen Sie doch mal da rein. Meinen Stand wollten schon viele. Aber keiner hat sich bisher die Mühe gemacht oder den Anstand gehabt, dass er mich persönlich besuchen geht. Da sind teilweise nur Bilder von meinem Großvater drin. Bist du der Sohn vom Hotel Bartel? Freilich. Was war ein Windhund, dein Herr Papa. Ja,
Aber das kann ich auf gar keinen Fall annehmen. Das sind alles persönliche Erinnerungen. Sowas ist unbezahlbar. Das will ich auch gar nicht, dass Sie das bezahlen. Na, trotzdem. Schauen Sie doch mal danach, wo das Einmerkerl ist. Das bin ja ich. Genauso eine junge, hübsche Frau hätte ich als Verkäuferin. Hallo. Komm mal mit. Jetzt? Wozu? Wohin? Na, siehst du dann schon. Herzlich willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz. Danke. Leider hast du auch einen Arbeitgeber. Erstmal. Wen? Mich. Das hört der aus. Also. Prost.